Hallo zusammen, herzlich willkommen in Annelies Welt. Heute möchte ich gerne wieder mit euch gemeinsam basteln und zwar so eine Raupenkarte. Das ist eine Boxkarte, Kartenbox, wie auch immer. Ich zeige euch das mal, die ist wirklich klein. Ich messe die mal ganz kurz einmal für euch. 8,5 cm. Und hier haben wir 4, Moment, der Deckel ist nicht richtig drauf. 4,2 cm. Ja, also eine Mini-Box, super süß. Die kann man sich natürlich so gestalten, wie man möchte. Und wenn man den Deckel hier abnimmt, dann kann man die hier so auffalten. Ist das nicht niedlich? Und die geht so schnell, sag ich euch. Die ist wirklich super, super schnell gebastelt. Aber ich finde, die sieht nach mehr aus. Wisst ihr, wie ich meine? Das mag ich irgendwie. Und dann klappt man sich das wie folgt wieder zu. Einmal so, zack, die Seitenwände, dann hier einklappen und den Deckel drauf. Fertig. So, und jetzt zeige ich euch, wie diese Box funktioniert. Für unser Grundgerüst benötigen wir Fotokarton. Ich habe hier 240 Gramm starkes Papier. Das ist von Faltkarten, falls das jemand interessiert, in der Farbe Pastellgrün. Finde ich super schön. Und das schneidet ihr euch wie folgt zurecht. Einmal für die Box 24 cm mal 12 cm und für den Deckel 11,3 cm mal 7,3 cm. Und wenn ihr das habt, dann können wir auch schon weitermachen mit dem Falzen. Wir fangen mal mit der Box an. Dafür lege ich mir die lange Seite oben ran und falze bei 4 cm. Bei 8 cm, bei 16 cm und bei 20 cm. Dann drehe ich das einmal und falze noch einmal auf der kurzen Seite bei 4 cm und bei 8 cm. Dann sieht das so aus. Jetzt sind wir schon fast fertig. Noch einmal den Deckel falzen. Auch hier legen wir die lange Seite oben dran. Aber letztendlich ist es völlig egal, wie ihr es ranlegt. Wir falzen nämlich rundherum bei 1,5 cm. Das schaut dann so aus und dann können wir uns auch schon die Schere schnappen. Bevor ich mit dem Schneiden beginne, falte ich mir die ganzen Falzlinien nochmal ordentlich nach. Hier versuche ich daran zu denken, dass ich zum Berg hin falte. Das hier ist der Berg und diese Vertiefung ist unser Tal. Also immer schön zum Berg hin falzen, damit das Papier nicht so schnell bricht. Und auch der Deckel wird einmal nachgefaltet. Wir beginnen mit dem Deckel. Hier mache ich 4 kleine Einschnitte direkt auf der Falzlinie. Auf allen 4 Seiten. Einmal gegenüberliegend und auf der anderen Seite genauso. Was ich immer noch gerne mache, ist, dass ich mir diese kleinen Laschen einmal ein bisschen anschräge. Dann sieht man die nachher nicht so, wenn man das zusammenklebt. Das sieht schöner aus. Dann sieht das so aus. Und das mache ich auch bei allen 4 Laschen. Weiter geht's jetzt mit der Box. Da machen wir 8 Einschnitte und zwar einmal hier bis zur ersten Querfalz, dann einmal hier auf der Seite hier genauso und auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen wir das dann nochmal. Ich zeige euch das mal eben. Auf der Falz direkt schneiden. So einmal. Dann hier einmal einschneiden.
So, dann sieht das so aus. Und dann mache ich das Gleiche nochmal auf der gegenüberliegenden Seite. So müsste das dann aussehen bei euch. Ja, und dann ist die Box auch schon fast fertig. Wir müssen natürlich den Deckel gleich noch zusammenkleben. Aber ich zeige euch schon mal den Mechanismus. So, also als erstes klappen wir das hier so rüber. So. Dann klappe ich mir das nach innen. Und dann klappe ich mir die Seiten hoch. Also die Box ist an sich schon fertig, wie gesagt, den Deckel müssen wir noch kleben und natürlich müssen wir das alles ein bisschen aufhübschen. Aber ansonsten ist da gar nichts bei, wie ich euch am Anfang schon gesagt habe. Super schnell gemacht und ich finde, die macht einfach total was her. Wir kleben aber erstmal den Deckel jetzt. Dafür nehmen wir uns diese kleinen Laschen. Ich benutze immer gerne Flüssigkleber und geben uns hier einmal Kleber auf. Und kleben diese kleinen Laschen nach innen. Also ich gebe hier außen Flüssigkleber auf. Na, eben hat er noch geklebt. Jetzt möchte er nicht. Muss ich noch einmal ganz kurz nachstochern hier. So. Oh, jetzt kommt was raus, aber ordentlich. Also. Alle vier Laschen kommt jetzt Kleber rauf und dann wird das nach innen geklappt. Ich schaue mal, ob ich Klemmerchen habe. Das ist immer ganz hilfreich. Schön andrücken. Und gucken, dass man hier sauber abschließt an den Ecken. Dann sieht das schöner aus. Und das soll ja nachher am Ende auch passen. Wenn man da nicht sauber arbeitet, kann es sein, dass dann der Deckel nicht ordentlich drauf passt auf die Box. So, das kann dann in Ruhe durchtrocknen. Und dann kümmern wir uns jetzt um die Deko. Ich habe mir hier mal einen älteren Block rausgesucht und zwar von Simple Stories, dieser hier, Magical Birthday. Die Farben gefallen mir total gut und ich finde, die passen auch sehr gut zu dem Papier hier. Und dafür habe ich mir jetzt Folgendes zurechtgeschnitten. 7 mal 7,5 cm mal 3,5 cm. Für diese drei Seiten hier, wir können das ja mal hinlegen. Aber das ist eigentlich ja jetzt selbsterklärend. Ich habe mir das jetzt so vorgestellt, hier soll es drauf. Einen brauchen wir auf jeden Fall, ganz ruhig, einen brauchen wir für den Deckel. Der hat ja die gleichen Maße. Dann mache ich wahrscheinlich das hier so gelb innen. Und dann habe ich noch drei übrig, die kommen dann auf die andere Seite. Wir müssen ja beide Seiten dekorieren. Dann benötigen wir 24 mal 3,5 mal 3,5 cm. Diese Quadrate, dieses karierte hier werde ich nach außen kleben. Und das habe ich mir jetzt so vorgestellt. Das ist Fleißarbeit, das zurechtschneiden. Aber an sich ist diese Kartenbox unheimlich schnell gemacht. So möchte ich mir das jetzt aufkleben. Und dann habe ich hier noch Folgendes übrig. Für den Deckel 2 mal 1 cm mal 7,5 cm. Das müsste jetzt auch durchgetrocknet sein. Das kommt nämlich hier an die Seite ran. Wenn ich mir das hier so aufgebe, soll das natürlich hier an der Seite auch hübsch aussehen. Und dafür sind diese beiden Streifen, die klebe ich mir dann hier hin. Und dann habe ich noch so ganz kleine Streifen, die sind 1 cm mal 3,5 cm. Und die kommen dann auch hier an die Seite ran, auf den Deckel. So,
und auf der anderen Seite natürlich genauso. Das werde ich jetzt alles mal aufkleben und dann sehen wir uns gleich wieder. So schaut meine beklebte Box jetzt aus und ihr seht schon, hier sind auch so süße Piepmätze jetzt mit drauf. Die finde ich so niedlich. Die sind aus dem Set von MFT und das nennt sich Birthday Chicks. Super, super süß. Und hier auf dem Deckel ist ein kleiner Spruch drauf und ein kleiner Bonbon und den habe ich, genauso wie der Spruch ist, aus dem Set von Create a Smile. Das nennt sich Zuckerschnute. Ja, auch sehr süß. Ich finde, das passt total gut zusammen. Macht gute Laune, also es ist halt kunterbunt. Ich hatte mal wieder Lust auf kunterbunt. Und jetzt klappen wir die Cards zusammen. Da kommt noch ein persönlicher Text rein. Das mache ich aber später in Ruhe. Wir klappen uns das jetzt hier so hoch. Dann die Seiten. Hier genauso. Und dann können wir uns das... Na, ganz ruhig. Ich bin so aufgeregt. Und dann können wir uns das nach innen falten. Ganz einfach. Und hier zusammenklappen. Und dann kommt der Deckel drauf. So, das bringt so viel Spaß. Ich hoffe, dass ihr das alle ganz fleißig nachbastelt. Würde ich mich jedenfalls ganz, ganz doll drüber freuen. Und ja, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ich grüße euch ganz lieb. Tschüss, eure Anni.